Ich dachte, es ist ein wenig öde, immer nur vor diesem Schrank zu stehen. War letztens im Serengeti Park und dachte, ich nehme die Kamera mit und wollte euch hier mal meine Highlights zeigen. Film ab! Das Weißschulter-Kapuzinerhäftchen von Justin Bieber zieht in den Park. Das ist mal eine ganz wichtige Information. Sieht hier auf jeden Fall sehr einladend aus. Frage ist auch, wer will da drin baden? Ich jedenfalls nicht. Bitchfight! Ich bin ja gar nicht wach. Ich wach gar nicht auf. Ich schlaf schon. Hallo, wir sind jetzt bei den Alpakas. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die spucken oder ob Lama spucken, aber ich passe mich mal ganz langsam an. Hallo, ist cool? Ah, ist cool. Das fühlt sich an wie... Oh, fühlt sich an wie... Das fühlt sich an wie richtig dicke Wolle. Lange wach gewesen gestern, ein bisschen zu viel gefahren.
gefeiert? Da ist Erotik in der Luft. Ja, das ist nicht für kleine Kinder. Hier gibt es noch ein ganz nices Insektenhotel. Ich will mal die Bewohner besser nicht stören, weil da habe ich nicht so Bock drauf. So, nach einem langen Tag endlich im Hotel angekommen und ich zeige euch mal was Witziges. Ich führe euch mal kurz rum. Nämlich gibt es hier tatsächlich da ganz hinten ein Storchennest mit einer Kamera, die da drauf zeigt, und das nennt sich Storchen-TV. Und da kann man wohl einen Storch beobachten. Also eine richtig interessante Sache. Hier steppt der Bär. Voll. Leider habe ich nicht geschafft, alle Sehenswürdigkeiten zu sehen. Der Park ist natürlich vor allem für Kinder geeignet, aber eben nicht nur. Ich bin sehr, sehr spät angekommen, habe gerade mal so geschafft, noch eine Bustour zu machen, und mehr war leider nicht drin. Also falls ihr dorthin fahrt, mache ich den gleichen Fehler und nutze den ganzen Tag dafür. Ich würde euch den Tipp geben, falls ihr zu Sinn in den Park fahrt, nehmt euer eigenes Auto, wenn ihr eins habt. Ich war in einem Bus unterwegs, weil vorher so ein bisschen Angst da war, dass, wenn man das im eigenen Auto macht, Affen auf das Auto steigen könnten und es dann kratzen könnten, und das ist wirklich schon mal passiert. Jetzt aber sind die Affen im Exil quasi auf einer Insel und jetzt kann das nicht mehr passieren. Das heißt, das Erlebnis ist schon etwas schöner, wenn ihr euer eigenes Auto dafür nutzen könnt. Das waren meine Highlights vom Serengeti Park. Vielen Dank, dass ihr dieses Video geschaut habt, und ihr könnt mir gerne mitteilen, dass euch das Video gefallen hat. Ihr kennt das ja. Oder auch kommentieren, ob ihr selber im Serengeti Park wart und was euch besonders gefallen hat. Ich habe ja leider nur die Bustour geschafft, aber ich glaube, da sind noch ziemlich viele andere coole Dinge, die man machen könnte, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche, und ja, bis dahin alles Gute und tschüss!